Der Neujahrsempfang 2020 vom Landkreis Harz. Haben Sie es schon geschrieben, 2020? 2019, muss ich ehrlich sagen, ging mir nicht so recht von der Hand. Für Sekundenbruchteile stockte immer der Schreibfluss und schuld war die kantige 1 in der Mitte. 2020 dagegen, das fließt wie von selbst aus der Feder. Es ist rund, keine Kanten. Auch auf der Tastatur im Zwei-Finger-System 2020, das geht gut und das macht richtig Spaß. Aber Sie sollen ja auf dem Neujahrsempfang des Landkreises auch etwas lernen. Schreiben Sie die Jahreszahl immer aus. Schreiben Sie 2020. Kürzen Sie nicht ab auf 20, so wie Sie das vielleicht bei 2019 gemacht haben. Denn böse Bübeln, Buben könnten eine 21 oder eine 19 dahinter schreiben und so wichtige Dokumente zu Ihrem Nachteil in die Zukunft oder auch in die Vergangenheit transportieren. Eine weitere gute Nachricht für 2020, die kommt vom Naturschutzbund NABU. Der hat nämlich die Turteltaube zum Vogel des Jahres bestimmt. Im Moment können Sie sie leider nicht beobachten, sie war ja zur Erholung in Afrika. Wenige nur werden zurückerwartet, denn auch die Turteltaube ist in ihrem Bestand gefährdet, wie viele andere Tierarten auch. Aber sie steht für Glück, Liebe und für Frieden. Die Turteltaube. Gefühlt wird das neue Jahr also gut. In dieser Hoffnung bestärkt mich auch die Frau Bundeskanzlerin, wenn sie in ihrer Neujahrsansprache meint, die 20er Jahre können gute Jahre werden. 20er Jahre, da merkt man gleich, sie denkt in größeren Maßstäben als wir im Harz. Ich rede erstmal nur über das Jahr 2020. Um die Vorfreude aber nicht gleich überschießen zu lassen, fügt sie gleich noch ein paar Wenns an. Wenn wir uns offen und entschlossen auf Neues einstellen. Wenn wir alle Kraft beim Kampf gegen den Klimawandel einsetzen. Ja, der Klimawandel. Er wird uns in 2020 und im Folgejahr noch intensiv beschäftigen und sicher eine Vielzahl unserer liebgewordenen Lebensgewohnheiten in Frage stellen. Ich bin dazu jedenfalls bereit. Zum Beispiel weniger rotes Fleisch zu essen. Den Veggie-Burger am Supermarkt, den nahm ich bereits in Augenschein. Im Moment spricht mich die Farbe, so grau-rosa, noch nicht so richtig an. Weniger fliegen zum Beispiel. Ich fliege so einmal pro Jahr. Da ist nach unten nicht viel Spielraum, aber ich werde auch das versuchen einzuschränken. Ein Elektroauto. Ja, als Zweitwagen für meine Frau vorstellbar. Eins, meine Damen und Herren, eins geht aber auf gar keinen Fall. Nämlich ein Tempolimit auf der Autobahn im Land der Autobauer. Klatschen Sie ruhig und passen Sie auf, das wird beobachtet. Dieses Alleinstellungsmerkmal in ganz Europa muss gerade auch hier im Harz mit der hinzugewonnenen neuen A36 erhalten bleiben. Und dann noch diese lächerlichen Vergleiche mit anderen Ländern in Europa. Die Niederlande zum Beispiel. Ab März 2020 soll dort auf den Autobahnen tagsüber bei 100 Kilometern pro Stunde Schluss sein. Meine Damen und Herren, für ein Land, dessen Beitrag zur weltweiten Mobilität über den Holzschuh und das Holländerfahrrad nicht hinausging, mag das folgerichtig sein. Nicht aber für Deutschland. Also, wieder was gelernt. Sollten Sie in 2020 mit dem Auto nach Holland müssen, fahren Sie nachts. 130 ist dann noch möglich. Was bringt das neue Jahr noch? Löhne und Gehälter werden noch einmal spürbar steigen.
21 Millionen Rentner können ab Sommer mit mehr Rente rechnen. Für die Rentner, deren Schulzeit schon etwas länger zurückliegt, hat es die Volksstimme vorgerechnet. Beträgt die Rente zum Beispiel 1.000 Euro und die Erhöhung liegt bei 3,92%, dann hat der Betroffene 39,20 Euro mehr im Portemonnaie. Auszubildende haben erstmals Anspruch auf eine Mindestvergütung, der Mindestlohn steigt und die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung, sie werden sinken. Die Aussichten für die Wirtschaft für 2020, so titelte die Volksstimme Ende Dezember, sind mau, aber nicht hoffnungslos. Das ist ja auch eine gute Basis für Verbesserung. Mit dieser, meine Damen und Herren, nicht an jeder Stelle ernst gemeinten Vorausschau möchte ich mich für Ihr Kommen, für Ihr Interesse am Neujahrsempfang des Landkreises Harz herzlich bedanken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vieles von dem, was das neue Jahr betrifft, können wir vorhersehen und können uns darauf einstellen. Vieles wird uns auch wieder, wie in den vergangenen Jahren so oder so, überraschen und unvorbereitet treffen. Bleiben Sie bei all dem gelassen, bleiben Sie gesund und versuchen Sie, die gute Laune zu behalten. Tun Sie alles, um den Landkreis Harz weiter zu einem attraktiven Arbeits- und Lebensraum zu entwickeln, der Touristen und Wiederkehrer gleichermaßen anzieht. Ich wünsche uns heute einen anregenden Abend. Ich danke für Ihr Kommen und auch für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Wie lange haben Sie denn für die Rede gebraucht? Ja, das geht ja relativ schnell. Man schaut so ein bisschen im Dezember, was für Themen sind dann so in der Diskussion. Und da war ja gerade die Diskussion Tempolimit auf Autobahnen. Jetzt haben wir ja schon wieder ein neues Thema in diese Richtung. Es geht um 50 oder in Tempo 30 in den Städten insgesamt. Also nicht mehr 50 fahren durch die Stadt. Also da wird ja eine Sau nach der anderen durchs Dorf gejagt. Und da dachte ich, das kann man durchaus mal in einem Neujahrsempfang auch mit erwähnen. Und Sie haben gesehen, es gab noch ein paar, die geklatscht haben. Ja, vor allen Dingen ist es auch kurios, weil wenn man mit 30 durch eine Stadt fährt, haut der Wagen viel mehr CO2 raus, als wenn man 50 fahren würde. Ja gut, das sollen jetzt die Fachleute mal bewerten, nicht? Aber ich denke mal, das sind alles so Symbolhandlungen, die also dem Thema Klimaschutz nicht gerecht werden von der Ernsthaftigkeit. Glauben Sie denn, dass wir hier endlich die blauen Autobahnschilder für unsere ehemalige B6 bekommen, dass dann vielleicht auch ein Tempolimit kommt? Ja, also ich würde mich nicht wundern, wenn diese Diskussion wieder aufflammt. Sie kommt ja immer wieder und wird von vielen Seiten auch betrieben. Und ich kann das nicht so nachvollziehen. Nicht? Wir sind das Land der Autobauer. Hier sind die Firmen, hier ist Daimler, hier ist BMW, hier ist VW, die in die ganze Welt exportieren, attraktive Arbeitsplätze vorhalten, Zulieferer auch im Harz in Größenordnung haben. Und das, glaube ich, wird von vielen nicht so richtig ernsthaft gewürdigt. Bei allen Herausforderungen, die wir haben, Sie hatten ja viele Themen angesprochen, ich gehe auf das eine oder andere vielleicht nur ganz kurz ein, kann ich Ihnen nur sagen, Sie leben in einem wunderschönen Landkreis mit wunderschönen Städten, mit einer Landschaft, auch wenn ich jetzt einschränkend sagen muss, Sturm und Borkenkäfer, aber trotzdem in einer wunderschönen Landschaft und das sollte man sich immer wieder vor Augen halten. Und da bin ich schon bei den auch Herausforderungen. Sie sagten ja zu Recht eben, Gelassenheit ist ganz wichtig. Und was aus meiner Sicht auch sehr, sehr wichtig ist, in der Auseinandersetzung, und zwar in der positiven Auseinandersetzung, fällt mir immer wieder auf, und das ist in der Politik mittlerweile auch schon leider des Öfteren und auch gang und gäbe, dass man weniger auf den anderen hört, nicht bereit ist, auf Argumente einzugehen und letztlich auch Argumente nur schwer, sage ich mal, dann auf sich wirken lässt. Und jetzt habe ich eine Bitte von meiner Person aus und das spricht auch für mich selbst. Ich muss auch daran arbeiten, wie alle anderen auch. Lassen Sie uns tatsächlich da etwas gelassener sein, auf die Bürger eingehen, auf seine Mitmenschen eingehen und auch wenn eines an einem oder anderen Argument nicht gefällt, das erstmal, sag mal, auf sich wirken lassen und dann schauen, wie man damit umgeht. Ich denke, da haben wir noch alle eine ganze Menge zu lernen. Wenn ich mir die Auseinandersetzung in den letzten Wochen anschaue, dann ist das sicherlich ein Thema, wo wir sicherlich auch noch wirklich vieles, vieles machen können, um mehr miteinander auch zu erreichen. Ich habe auch ein Geschenk mitgebracht. Und zwar würde ich jetzt den Landrat bitten, noch zu mir hochzukommen, stellvertretend
für den Landkreis, aber auch stellvertretend für die Städte Quedlinburg und Halberstadt. Und es geht um 792.601 und 88 Cent. Und das ist für Ihr Vorhaben energetische Sanierung Nordharzer Städte und Theater, Spielstätte Halberstadt, großes Haus in Halberstadt. Das darf ich dem Landrat jetzt übergeben. Manchmal der Landesregierung ist langsamer zu, auch in den nachbarischen Bereichen, aber Sie sehen, es klappt und insoweit alles Gute für die Spielstätte. Und wie gesagt, ich kann Ihnen nur sagen, wie mein Vorredner, bleiben Sie gelassen, gemeinsam sind wir stark und die Herausforderungen, die werden wir uns stellen und werden wir auch erfolgreich begegnen. Und wie hat Ihnen der Neujahrsempfang denn gefallen? Ich fand ihn gut, von der Zeit auch überschaubar, weil ja wichtig ist, dass nachher die Teilnehmer auch zum Gespräch, sage ich mal, in der Lage sind, dann auch sich auszutauschen. Also war sehr gut. Musik war gut, alles gut. Es gibt Finanzminister, die nutzen das auch aus und reden stundenlang, Sie nicht. Warum? Nochmal, das ist ein Empfang für die Teilnehmer hier und nicht, dass da oben einer eine Haushaltsrede hält oder sonstiges mehr. Nein, nein, nein. Insoweit sollte man sich kurz halten, positive Nachrichten, aber durchaus auch vielleicht die eine oder andere Bitte mal äußern. Ich denke, das ist ja angemessen. Sie sind sowieso sehr oft im Harz und Sie mögen auch den Harz sehr. Warum? Gut, das ist die Landschaft. Ich habe hier auch viele, viele Bekannte und insoweit bietet sich das einfach an, auch etwas hierher zu fahren. Denen heute Abend eine besondere Ehre zuteil werden soll. Es ist eine schöne Tradition geworden, beim alljährlichen Neujahrsempfang des Landkreises Harz Menschen aus dem Landkreis auszuzeichnen, die sich mit ihrem Einsatz für die Gemeinschaft stark machen. Es gibt engagierte Mitstreiter in allen Bereichen der Gesellschaft, zum Beispiel in den Fördervereinen, für Geschichte und Traditionen, für besondere Gebäude, in den Hilfsorganisationen, bei der Freiwilligen Feuerwehr, beim Technischen Hilfswerk, im Natur- und im Denkmalschutz, bei den Sozialpartnern, im Sport und in der Kinder- und Jugendarbeit. Viele Persönlichkeiten hätten es verdient, öffentlich gewürdigt zu werden. In diesem Jahr zeichnen wir 5 ehemalige Mitglieder des Kreistages aus, die teilweise schon seit fast 30 Jahren im Landkreis politisch aktiv waren und es zum Teil ja auch noch sind. Ich bitte nun Frau Grimme, Frau Mühlhaus, Herrn Förster und Herrn Schornburg nach vorne. Herr Schomburg, Sie haben heute nach 30 Jahren verdienterweise eine Auszeichnung erhalten. Was ist die Ihnen wert? Also sie ist deshalb besonders wert, weil sie von den Menschen hier vor Ort kommt. Und da fühle ich mich natürlich ganz besonders geehrt, denn ich habe 30 Jahre meines Lebens viele Freizeitstunden diesen Menschen gewidmet, für sie im Ort, in der Stadt, im Landkreis Politik gemacht. Und empfinde dieses Dankeschön als sehr schön für mich. Sie haben es ja gesagt, Sie haben sehr viele private Stunden geopfert. Warum eigentlich? Was hat Sie so motiviert? Motiviert hat mich die Zeit der DDR.
Da wollte und konnte ich mich nicht entsprechend meinen Idealen, meinen Vorstellungen engagieren. Und als dann die Zeit gekommen war, wo dies möglich wurde, habe ich mich engagiert und habe mich zur Wahl gestellt, nicht wissend, ob ich gewählt werde. Und als ich gewählt wurde, dann halt auch für diese Aufgaben zur Verfügung gestellt und viele Stunden dazu gebracht. Hat es die Familie immer so mitgemacht? Ja, der zweite Dank gilt natürlich neben dem Ehrenden auch an meine Frau, die mich dann vermissen musste, wenn ich im Kreistag, im Stadtrat oder auf sonstigen Sitzungen in der Sparkasse, im Krankenhaus, in der Volkshochschule und anderen Institutionen nicht zu Hause sein konnte. Sie hat mir da den Rücken freigehalten und zu einem erfolgreichen Team gehören immer zwei dazu. Und das ist in diesem Fall meine Frau, der ich herzlich danken möchte. Lassen Sie uns gemeinsam zurückschauen auf einige wenige Schlaglichter eines ereignisreichen Jahres 2019 und einen Blick auf die aktuelle Situation unseres Gemeinwesens und auf die Herausforderungen der Zukunft richten. Was ist unsere Stärke? Es ist Ihr alltäglicher Einsatz in der Gesellschaft, in den Unternehmen, Kommunen, Vereinen und Verbänden, im Ehren- und im Hauptamt. Ohne dieses Engagement unzähliger Menschen in unserem Landkreis wären diese wirtschaftliche Entwicklung, diese Leistungsfähigkeit und diese Lebensqualität nicht möglich. Mein ausdrücklicher Dank dafür. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir alle hoffen, dass wir vor größeren Schadensereignissen verschont bleiben. Aber leider können wir das niemals ganz ausschließen. Die Explosion in einer Wohnung in Blankenburg kurz vor Weihnachten war schlimm. Und unser Mitgefühl gilt allen Betroffenen und ihren Angehörigen. Beeindruckend war aber die abgestimmte Reaktion auf das Ereignis, das Ineinandergreifen von Strukturen, die hohe Professionalität der Einsatzkräfte, die an diesem Beispiel wieder sichtbar wurde. Katastrophenschutz, THW, Freiwillige Feuerwehr und Hilfsorganisationen sind für die Menschen hier im Landkreis ein unverzichtbares Netzwerk ehren- und hauptamtlicher Akteure, die sich mit Herzblut und hoher Kompetenz für andere engagieren und dabei oft viel riskieren. Ihnen allen sind wir zu großem Dank verpflichtet. Hochachtung vor Ihrer Arbeit, verbunden mit dem Wunsch, auch die junge Generation für diese Aufgabe begeistern zu können. Es ist keineswegs selbstverständlich, dass sich Menschen für andere einsetzen und es gehört zu einer Gesellschaft dazu, dieses Engagement wertzuschätzen. Ich erlebe seit nahezu 30 Jahren Kreistagssitzungen und muss feststellen, dass zu Beginn der 90er Jahre die Mitglieder kommunaler Parlamente deutlich mehr Spielräume hatten als heute. Die Regelungsdichte schränkt auch Demokratie ein. Es führt zu immer mehr Bürgerbegehren, Initiativen aus der Bevölkerung zu Gesetzesvorhaben und auch zu wachsender Skepsis gegenüber Politik. Diese Zeichen müssen ernst genommen werden. Gesetze und Verordnungen dürfen nicht am Bedarf der Menschen vorbeigehen und vor allem nicht immer zu noch höherem Verwaltungsaufwand führen. Über unzählige Zukunftsaufgaben wird ausgiebig diskutiert. Sie alle können aber nur erfüllt werden, wenn die Unternehmen verlässliche Rahmenbedingungen haben, von zusätzlichen Verpflichtungen und aber vor allem auch von zusätzlichem Verwaltungsaufwand entlastet werden. Auch wenn statistische Vorhersagen nicht eingetroffen sind, demografische Veränderungen betreffen auch den Landkreis Harz. Sicher ist es ein gutes Zeichen, wenn durchschnittlich mehr Menschen in den Landkreis ziehen, als ihn verlassen. Aber die nach wie vor unausgeglichene Bilanz von Geburten und Sterbefällen führt nach wie vor zu einem Bevölkerungsrückgang. Um diese Bilanz zu verbessern, müssen noch mehr Menschen unseren Landkreis als Lebensmittelpunkt entdecken und die Attraktivität für Familien muss wachsen. Kinder und Jugendliche sind unstrittig unser Zukunftspotenzial. Sie und ihre Eltern in der Gesellschaft zu begleiten und zu unterstützen, ist ein wichtiges Anliegen und unverzichtbarer Teil der täglichen Arbeit. Das beginnt mit Investitionen in Kindertagesstätten für den Landkreis 2,6 Millionen Euro Fördermittel im Rahmen des Programms Kinderbetreuungsfinanzierung zur Verfügung stehen. Auch 2020 wird wieder gewählt. Es geht darum, wer im nächsten Jahr hier
hier stehen wird, mal vorausgesetzt, dass es auch 2021 ein Neujahrsempfang des Landkreises Harz geben wird. Für diese wie für jede andere demokratische Entscheidung gilt: Wirken Sie mit, bringen Sie sich ein, gehen Sie wählen. Eine demokratische Gesellschaft braucht keine Zuschauer, denn wie vor 30 Jahren geschieht Geschichte nicht einfach so. Veränderungen werden von Menschen auf den Weg gebracht, denn Frieden und Freiheit sind sehr kostbar und keineswegs selbstverständlich. Sie müssen bewahrt und wenn es sein muss, auch erkämpft werden. Ihnen allen, Ihren Familien, Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wünsche ich ein glückliches, gesundes und friedvolles Jahr 2020. Ich wünsche Ihnen viel Schaffenskraft, besten Erfolg und weitsichtige und mutige Entscheidungen. Ich wünsche Ihnen Zeit, um innehalten zu können und sie mit Menschen zu verbringen, die Ihnen wichtig sind. Bewahren Sie sich den offenen Blick für das, was im Leben zählt. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für alles, was Sie beginnen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es war schön zu sehen, dass der Saal voll ist. Ein bisschen Wehmut ist dabei, das gebe ich offen zu. Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Ich weiß aber, dass wir hier viele, viele verlässliche Partner haben, die den Landkreis weiterentwickeln. Und deswegen habe ich auf der anderen Seite auch ein gutes Gefühl, dass die Arbeit sehr ordentlich fortgesetzt werden kann. Die Basis ist gut dafür. Sie haben heute noch mal in Ihrer Rede auch angeprangert, diese Bürokratie, dass vieles hier auch in Deutschland viel zu lange dauert, viel zu komplizierte Entscheidungen. Warum ist das eigentlich so und warum wird das nicht geändert? Also ich bin ja seit fast 30 Jahren dabei und das ist wirklich das zentrale Thema. Ich habe erlebt, was in den 90er Jahren möglich war, was tatsächlich an Aufbauarbeit geleistet worden ist und das hätte mit der heutigen Regelungsdichte nicht funktioniert. Ich habe fast den Eindruck, in dem Maße, in dem sich auch eine positive Entwicklung hier verfestigt hat, wurden auch die Regelungen immer komplizierter. Und ich finde, man sollte auf diejenigen hören, die an der Basis die Arbeit leisten. Mir geht es ja nicht nur darum, dass es zu viele komplizierte Regelungen gibt, sondern dass sie manchmal auch zu weit weg von der Praxis sind. Und es geht mir darum, dass wir Menschen brauchen in den Verwaltungen, die diese Arbeit leisten. Und dass, wenn wir die Bürokratie weiter ausufern lassen, uns am Ende tatsächlich die Menschen auch dafür fehlen. Und das führt dann zu dieser Verzögerung. Und die können wir uns nicht leisten. Denn wir stehen ja im Wettbewerb. Und ich wünsche mir einfach mehr Vertrauen in die Menschen. Denn ich bin davon überzeugt, man kann vieles regeln. Aber der gesunde Menschenverstand ist durch nichts zu ersetzen. Und ich glaube, dass die Menschen das auch verdienen, dass man ihnen Vertrauen schenkt. Denn mit jeder noch weiter ausufernden Regelung ist ja auch ein Stück weit Misstrauen verbunden. Und ich glaube, das ist unangebracht. Weil ich denke, dass diejenigen, die das System ausnutzen wollen, die wird es immer geben, auch bei komplizierten Regelungen, dass aber die Mehrheit, die weitaus übergroße Mehrheit, die sich tatsächlich in unserer Gesellschaft engagiert, dass die es nicht verdient hat, immer mit neuen Regelungen konfrontiert zu werden. Und wir müssen am Ende tatsächlich auch denjenigen vor Ort die Chance geben, zum Beispiel in den Kreistagen, Städte und in den Städten und in den Gemeinden,
in den Stadträten und in den Gemeinderäten Entscheidungen wirklich mehr vor Ort treffen zu können. Ich habe das nicht so weit ausgeführt, aber ich habe es tatsächlich in den 90er Jahren erlebt, da konnten tatsächlich noch viele Entscheidungen vor Ort getroffen werden, weil sie da auch hingehören. Heute werden sie an anderen Stellen getroffen und das verzögert diesen ganzen Prozess und vor allen Dingen, es schadet auch der Motivation. Denn wenn jemand vor Ort sieht, dass seine Entscheidung ganz konkret mit dazu beigetragen hat, dass eine Entwicklung stattfindet, dann wird er sich auch künftig einbringen. Wenn er aber denkt, dass das, was vor Ort getan werden kann, überhaupt nicht zu Ergebnissen führt, dann wird er sich zurückziehen. Und wir brauchen die Mitstreiter, wir brauchen nicht die Zuschauer, sondern wir brauchen die Mitspieler. Und die müssen motiviert werden und dazu braucht es einer stärkeren Ausrichtung der Demokratie auf diejenigen, die an der Basis die Arbeit leisten. Und wenn wir das erreichen, dann habe ich keine Sorge, dass wir auch weiter uns auf einem guten Weg befinden. Und ich wünsche mir sehr, dass die vielen auch sehr konstruktiven Vorschläge, das machen wir ja auch, solche Vorschläge, wie man Vereinfachung vornehmen kann, dass die ein Stück weit auch noch mehr auf fruchtbaren Boden fallen. Ja, Herr Landrat, Herr Minister, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete und Bürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wundern sich jetzt vielleicht, dass die Bundeswehr fast in Kompaniestärke hier vorne steht. Sie haben in Ihrem Programm das kleine Thema Auszeichnung gefunden und genau darum geht es jetzt gleich. Die Bundeswehr möchte eine bestimmte Arbeit hier im Landkreis Harz wertschätzen. Und um jetzt die Katze aus dem Sack zu lassen, bitte ich mal den Leiter des Eigenbetriebsrettungsdienstes hier zu mir auf die Bühne, Herrn Werner. Bevor wir jetzt zu der eigentlichen Auszeichnung kommen, möchte ich nochmal das Wort an den Vizepräsidenten des Verbandes der Reserve, Herrn Professor Straub, übergeben. Ja, vielen Dank. Meine Damen und Herren, wenn ich heute Abend hier im 60. Jahr des Bestehens des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr stehen darf, wir feiern in dieser Woche mit einem Festakt im Bundesministerium für Verteidigung diesen denkwürdigen Tag, dann macht mich das sehr, sehr stolz. Und es macht mich noch mehr stolz, wenn wir heute diesen Preis Förderer der Reserve an ein Unternehmen Ihres Landkreises übergeben dürfen, das etwas mit Gesundheitswesen zu tun hat. Mich freut es, dass ich heute hier sein darf. Wir werden sicherlich noch die ein oder andere Gelegenheit haben, im Nachgang mit Ihnen in das Gespräch zu treten. Löchern Sie uns, fragen Sie uns. Aber jetzt wollen wir das nicht in die Länge ziehen. Ich gebe zurück an Generals Dr. Most. Kommen wir zur Preisverleihung. Also, ich darf die Urkunde verlesen. Das Bundesministerium der Verteidigung, der Verband der Reservisten der Bundeswehr, danken dem Eigenbetrieb Rettungsdienst Landkreis Harz für sein Engagement als Förderer der Reserve 2019. Die Reserve der Bundeswehr repräsentiert die Veränderung der Bundeswehr in der Mitte der Gesellschaft und trägt wesentlich zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland bei. Nur mit tatkräftiger Unterstützung von engagierten Arbeitgebern ist eine funktionierende Reserve möglich. Die Bundeswehr und ihre Reservistinnen und Reservisten danken dem Eigenbetrieb Rettungsdienst Landkreis Harz für das langjährige und vorbildliche Eintreten als Förderreserve. Die Bundesministerin der Verteidigung.